Aus irgendeinem unerfindlichen Das sei Grund. eine Prüfung Merlins? Aus dem unerfindlichen Grund brauchen wir. Ausgerechnet Level 34 weiterzukommen. Das wird dann wohl hier sein. Schatzgewölbe haben wir hier. Berüchtigter Gegner. Aha. Guck doch mal. Ja, das würde ich so. Es ist zwar nicht wirklich ganz das, aber. Vielleicht sogar eher das hier. Gucken wir erstmal danach und dann schleichen wir uns weiter. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Einmal die Sterne erkunden. Ist jetzt nicht das mega spannendste im Spiel. Kann man auch irgendwie weglassen. Eigentlich so. Das ist leider sehr unscharf. Zwei. Alternativen irgendwie. Aha, das vielleicht. Ah ja, Schütze. Okay, die musikalische Karte. Die sahen auch schon mal besser aus. Das vermute ich da drüben. Ansonsten ist da ja das Sidequest mit der Flugstunde. Die könnten wir auch mal machen. Dümpeln wir mal hier in den Hinterlanden ein bisschen rum heute.
Hallöchen, stehst du immer noch hier rum? Die Herausforderung steht noch, oder? Ich habe die Strecke für dich warm gehalten. Und? Bist du bereit? Wir sehen ja gleich, wie ich mich mache. Ich bin bereit. Gleich verlierst du, Hufflepuff. Das war meine Flasche. Der Deckel. Bei den Thumbnails muss ich dann langsam mal kreativ werden. Das läuft aber gut. Raus. Nee, das läuft gerade gar nicht gut. Wir haben schon ziemlich viel Zeit verloren. Das war nicht allzu schwer. Unklar machen, das ist unangenehm. Inzwischen kenne ich die Jungler vor, nicht voraussehen, aber so ein bisschen erwischt. Überdenken, ein bisschen mit einrechnen. Versteht ihr, was ich meine? Wenn sie jetzt so große sind, natürlich nicht. Schon ein bisschen tragisch, aber... Die Zeit ruckelt nicht. Diese Strecke bin ich in der Aufnahme schon zigmal geflogen. Das läuft aber gut. Naja. Gut ist halt nicht beste Zeit. Das war nicht allzu schwer. Sind wir dran vorbeigeflogen oder was? Oh Gott. Strafzeit ist tödlich. Vor allem jetzt sind wir hier. Und wir haben verkackt. 42, 44 und Strafzeit um zu. Wir können aufhören. Wir können eigentlich schon landen. Ja. Ganze 10 Sekunden. Ich gehe mal erstmal weiter. Ich komme auf dem Rückweg nochmal her. Hier ist ein Höhleneingang. Das ist wahrscheinlich nicht der Gesuchte. Das sollte ich untersuchen. War auch eine interessante Höhle. Rebellion.
Irgendwas will uns doch hier verarschen. Aha. Ja, mit der Reden machen wir es nicht. Hier. Und dann ist ein Glockenspiel dort. In der Mitte auf einer Halbinsel. Das ist genau die. Da würde ich doch eher sagen, hier. Hier oben auf dem, das muss relativ zentral hier. Ziemlich hier auf dem Hügel. Hier sieht es ein bisschen besonders aus. Vielleicht das. Jetzt müssen wir die Quest auswählen. Sieht interessant aus. Vielleicht gehe ich später nach Hogsmeade. Ärger. Ist da jemand? Jetzt kannst du dich nirgends mehr verstecken. Mit Sachen, dass das vorhabe. Aus der Optik. Sieht aus wie die Stelle auf der Schatzkarte. Dachte es mir, wenn hier so viele Gegner sind. Ist das alles, was wir heutzutage in der Schule lernen? Nein, man lernt sogar noch weniger. Zu lange da. Das war gut. Irgendwie gibt es nicht jeder Gegner. Also nicht jeder Schüler so. Du wirst etwas schneller sein. Das war schwer. Du solltest dich bereit machen. Na genug. Oh je. Der große Level will mich schon wieder. D. Das war ja sehr scheiße. Expulso! Expulso! Hat der Bot gewonnen? Wird man da. Expulso! Hätte Macht gebrochen. Die Miete.
Endlich Ruhe, auch wenn hier noch Gegner rumlaufen. Okay, haben wir hier irgendwo ein Glockenspiel. Hier vielleicht. Revelio. Das ging schnell. Aha, ein Glockenspiel. Gefunden. Dann machen wir mal ein bisschen Musik. Das sagt mir leider ja auch nichts. Welche Glocke ist jetzt welcher Ton? Das sieht irgendwie erst gleich aus. Und alles schwarze. Halbe Noten. Wie ich das so richtig sehe. Okay, wir haben das Glockenspiel vor uns, aber in welcher Reihenfolge lösen wir jetzt die Glocken? Ich schiebe mal in die Komplettlösung. Es hilft euch ja dann auch ganz gut, wenn ich das hier schaffe, dann könnt ihr mein Display auch für euch, wenn das braucht, gucken. Ich meine, ich gucke das selber immer noch nach, aber das ist dann für euch auch ganz, ist wahrscheinlich effektiver, dann Tutorial zu gucken, als bei mir mit Display, aber naja, nebenher. Oh je.
Charakter und noch Trial and Error aus. Ich glaube, ich probiere es einfach mal aus, die komplette Lösung hilft mir auch nicht weiter. Das könnte nervtötend werden. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken. Aha, aha. Okay, von unten nach oben werden die scheinbar. Und Mitte oben. Ich kenne die Noten auch nicht. Ist lange her, seit ich Noten lesen konnte. Nach oben, Schritt weiter runter, hoch, 3 hoch, 2 runter, 1 hoch, 2 runter. Okay, so ist es nicht. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Ja, eher nicht. Okay, unterste. Zweite Reihe drüber. Also unmusikalisch. Also eins über der Glocke, also die hier. Das wäre die zweite Note. Die erste Note ist diese. Okay. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich die Glocken läuten muss. Erste Note ist die, zweite ist dann die. Ja, okay. Okay, zwei drüber. Jetzt haben wir die geläutet. Zwei drüber müsste die hier sein. Ganz genau. Ist ein bisschen lästriges Geblätter. Jetzt genau eine Glocke weiter unten. Genau so. Dann ganz oben die letzte Glocke, also und dann ein Schritt weiter runter und dann zwei Schritte weiter runter.
zwei Einschritte los. Ja. Oh, fuck. Das ist ein Doppelter. Wie fies. Eins runter. Vielleicht finde ich auf der Karte Hinweise dazu, in welcher Reihenfolge ich verstehe, welche Melodie kommen soll. Jetzt höre ich welche. Aha, ich verstehe, welche Melodie gespielt wird. Okay, unter. Die unterste Note müsste hier sein. Aha, verstehe jetzt langsam das Muster. Die ist die also zweite von unten. Die erste von unten rechts. Die erste unten rechts. Und dann die dritte von unten. Die erste rechts, die dritte links. Das ist ein Ton zu wenig, das ist das Blöde. So, dann ist das die erste, die zweite von oben, die linke Seite. Dann haben wir hier die dritte von unten auf der rechten Seite. Dritte von unten. Und dritte von rechts. Und die dritte von links. Oder? Sieht richtig aus. Die alleroberste. Oben links. Und dann oben rechts. Oben links und oben rechts würde ich erstmal machen. Letzte Note kommt dann. Die letzte Note haben wir hier. Die ist die hier und zwar ist das die dritte von unten rechts.
Fantastisch. Ein Schatz. Die Melodie war der Schatz. Das war einfach... Die Melodie, wenn man einen Schatz, wenn man einen Auftrag erfüllt, ist auch immer großartig. Das ist... Info fantastisch. Downgrade. Kann das sein, dass wir gerade einen Downgrade gesammelt haben? Schade. Aber die Melodie war es wert. Die Plasma-Kühlen können wir jetzt nehmen. Sollten wir mal die Flohflamme freischalten. Wenn wir schon hier sind. Und dann schauen wir mal nach der nächsten Quest. Das bedeutet Ärger. Und ich bin ganz allein. Ach, nö. Ich bin. Was hältst du davon? Gar nichts. Reicht davon. Verdammt. Ich komme mal hoch zu dir. Du nichts dagegen hast. Und was dagegen hast, dann auch. Verdammt. Dein Ferien. Das Wasser. Ich glaube nicht. Oh nein. Wie viele sind hier denn noch? Was laberst du? Was ist hier los, was? So, und ist. Und auch noch eine Erschwinderin. So, Flohflamme, wo ist die Flohflamme? Ist so. Wieder mal auf Abenteuertour? Level 33, ein Stück näher. Jetzt müssen wir uns harter kämpfen. Okay, jetzt könnten wir hier nochmal versuchen, aber jetzt lassen wir erstmal. In Hogwarts noch nach der idealischen Schwestern suchen. Und gut, dann sind wir erstmal hier, würde ich sagen, für die Quests fertig. Questmarker auf der Karte hier irgendwo. Ansonsten mal nach Hogwarts und da mal nach Quests gucken. Hogsmeade würde ich gerne mal. Hier gibt es eine Quest. Das einzigartige Einhorn.
Das klingt doch nach was, was Spaß macht. Und zu den Tierwesen wollte ich. Hier ist ein Flugflammer in der Nähe. Auf nach Hogsmeade.